Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei Resident Evil 8. In der letzten Folge haben wir hier gerade ein bisschen verwirrt. Da geht's ins Dorf, richtig? Ja. Haben wir hier das nächste Flakon gefunden. Jetzt bin ich gerade noch ein kleines bisschen verwirrt. Ich muss jetzt einmal kurz in die Objekte gucken, die wir gerade haben. Okay, wir gehen einmal kurz hier lang, weil hier sind wir doch am Anfang durchgekommen. Sehe ich das richtig? Ich hoffe schon. So, ich will mich hier nur kurz umgucken. Ansonsten müssen wir weitergehen. Allerdings, was war hier jetzt Phase? Könnte ich hier theoretisch das Brunnending einsetzen? Nein, okay, dafür brauche ich also ein extra Ding, was ich noch nicht besitze. Sehe ich das richtig? Ich denke, das heißt ja. Gut, wir haben das nicht, dementsprechend können wir hier jetzt nicht weitermachen. Da müssen wir, glaube ich, auch mit dem Boot fahren, da habe ich gar keine Lust. Ja, das bedeutet, wir machen uns jetzt auf den Weg dort lang. Oder? Nein, dort lang. Da müssen wir lang. Und hier müsste jetzt auch der nächste Schatz verfügbar sein, oder? Oh, oh, wir haben keine Munition mehr dafür. Nein, wie ging das nochmal? Ich bin gerade komplett vercheckt. So, hier war Inventar. Hier, herstellen. So. Dann würde ich direkt zwei machen und eins davon. So. Oh. Lol. Okay, wir sind hier nicht mehr allein. Ich bin schwer verletzt, lange halte ich nicht mehr durch. Ich höre ihn draußen auf und abgehen. Er hat nicht mal gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe. Und jetzt spielt er mit mir. Das ist kein normaler Wolf. Hallo? Aber ich verkrieche mich nicht wie ein feiger Hund. Wenn ich es zur alten Wassermühle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann dich beschützen. Es ist ja nicht weit. Verdammt, mir ist so kalt. Ich kann meine Beine kaum bewegen. Es tut mir leid, Luisa. Bitte vergib mir. Das ist der Freund, der von dem am Anfang gesagt wurde, er ist losgegangen. Oha, crazy, okay. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, darf ich jetzt nicht mehr rausgehen? Hallo? Hallo? Ah, da hinten ist er. Hihihihi. Kommt er? Ja, ich gehe jetzt wieder rein hier. Ich weiß halt nicht. Mann, genau jetzt hat er nicht mehr geschossen. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt killen können. Das ist so ein bisschen die Frage. Ich würde vielleicht gerade mal meine ganze Munition auf den verschießen. Und vielleicht gleich auch einfach eine Bombe auf den werfen. Wäre vielleicht eine Idee. Habe ich gerade eine am Start? Nee, aber ich könnte hier eine bauen, oder? Nein, obwohl doch, ich könnte eine bauen, okay. Wo ist die Bombe? Da. Oh. Fuck. Muss hier wieder runtergehen. Moment, ich muss mich kurz am Auge kratzen. Ich habe die Bombe auf jeden Fall direkt auf den geworfen. Das müsste eigentlich irgendwas gebracht haben.
Raus hier. Okay, er kommt jetzt hierher. Ich wähle mal kurz das andere Gewehr. Hi! Okay, dagegen konnte sich der andere wohl nicht mehr wehren und wir können uns das nicht mehr leisten. Das ist ungünstig. Sehr, 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 sehr ungünstig. Heißt, ich muss jetzt erstmal zwangsweise die Pistole benutzen. Obwohl wir Geld hätten. Wir könnten uns eigentlich Munition kaufen gehen. Komm, wir machen das mal kurz. Wenigstens ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen was, weil es wird sonst echt heavy und es ist halt nicht weit. Das ist halt gerade das Gute. Waren ausverkauft? Warum? Das ist irgendwie übel stupid. Die benötige ich. Ich würde sagen, das reicht. Have a wonderful adventure. Haben wir jetzt 2 Schuss dafür gekauft? Für 2000? Ich hasse alles. Okay, aber immerhin ist das Viech jetzt schon mal down. Das ist eigentlich ganz gut. Moment, wir sind wieder auf der anderen Seite. Ja, das hat es ja gebracht. Kann ich das hier wieder aufmachen? Ja, nicht. Okay. Hierfür haben wir jetzt den Schlüssel. Und zwar dieser. Das gefällt mir natürlich. Also, das ist gut. Das war nach meinem Geschmack. So, ich kratze mich einmal kurz am Kopf. Immer wenn ich dieses Spiel spiele, ohne Witz, ich muss mich jedes Mal die ganze Zeit kratzen, weil alles einfach so weird ist. Hier waren wir schon mal. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie sollen wir da jetzt hinkommen zu dieser komischen Tür? Ich weiß auch nicht, ob es jetzt noch irgendwas gab, was ich damals übersehen habe, tatsächlich. Und hier kamen wir ja eben, richtig? Ja. Hier ist noch das Haus, da würde ich auch einmal kurz hingehen, das brauchen wir hier. Nee. Okay, da wissen wir immerhin schon mal Bescheid. Das ist das gleiche Ding, was wir auch benötigen. Wenn wir mit dem Boot da fahren wollen an der Stelle. Dasselbe. Guck mal, habe ich hier irgendwas vielleicht übersehen? Ist irgendwas respawned? Ich weiß es nicht. Wäre schön. Ich höre Hühner. Wenn ich hier nach unten gehe, ich jetzt nicht. Das muss nicht sein. Oder? Moment, wir gehen da doch mal hin. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht auch noch über einen anderen Weg hinkommen. Das war verrückt. Ich springe hier jetzt auch einfach runter, weil ganz ehrlich, kein Bock, jedes Mal diese Kackleiter zu benutzen. Ah, okay, wir sind nur hier. Und die Hühner sind auf der Seite, wo das Ding ist. Okay, alles klar. I got it. Hier kann ich drüber gehen, richtig? Ja, möchte ich aber gerade noch nicht. Hallo? Danke. So. Wir gehen nämlich jetzt nochmal hierher. What the fuck? Okay, das war heavy und das waren auch noch direkt 2. Ja, es ist also munitionstechnisch wird es langsam wirklich eng. Die Sache ist, das ist dann auch immer so, dass direkt so 5 Millionen Sachen auf einmal kommen und dann hat man natürlich am Ende nichts mehr übrig. Kann ich das kaputt machen? Nein, okay. Das ist halt wirklich, wirklich scheiße.
Oh, jetzt juckt mich auch noch mein Rücken an so einer ganz, ganz ungünstigen Stelle, ey. Buh. Nee, gar nicht gut. So. Was machen wir denn jetzt? Wir gehen erstmal hier lang. Ich würde auch einmal kurz auf die Map gucken. Habe ich hier noch irgendwo was eingetragen? Hier sind die Hühner. Da kommen wir jetzt nicht durch. Die Schätze haben wir jetzt alle. Ging relativ schnell. Das ist so ein bisschen die Frage. Wir müssen jetzt zu der Mühle gehen. Ich habe nur keinen Plan, wie wir da hinkommen. Das ist so ein bisschen das Ding. So. Ja, aber der Weg hier jetzt durch das Grüne. Was ist das? Ich wollte schon sagen, wir müssten eigentlich hierher gehen, aber es sieht irgendwie nicht so aus. Ich würde sagen, ich folge gerade einfach mal dem Fluss. Ich meine, das ist jetzt so das, was er das Erste, was mir einfällt, muss ich sagen. Ich meine, wir wollen ja zur Mühle. Mühle, Wasser. What the fuck? Sieht nicht sehr stabil aus. Lol. Gefällt mir gut. Wir haben nur eins, das ist blöd. Nein, das ist so ungünstig. Ach nö, das könnten wir jetzt auch wegsprengen. Ist hier zu? Ja, und da immerhin sind da Schweine, damit können wir immerhin was anfangen. So, hier war ja auch, stimmt, dieser Frosch muss ja hier sein, ne? Stimmt, und es ist schon sehr, sehr dunkel. Wir nehmen doch mal eins. So. So. Oh Mist, Schweine waren relativ schwer zu killen, ne? Und die werden bestimmt direkt mad auf mich. Tun die mir was? Ich denke schon, oder? Beim letzten Mal war es auch so. Aber ich würde die gern beide zusammen einfach in die Luft jagen. Ich denke, das wird schwierig. Ich versuche es mal damit zu killen. Okay, instant tot. Das auch. Bestimmt beschwert der sich jetzt. Du kommst hierher, frisst meine Schweine, beziehungsweise tötest sie. Und ich denke mir nur, ja. Am liebsten würde ich gerade den ganzen Weg wieder zurücklaufen und erstmal das Fleisch verkaufen. Sage ich, wie es ist. Okay, das ist wieder so ein Ding. Ich habe noch keinen Plan, wo wir die Kugel dafür finden, ne? Na gut. Oh, mein Auge juckt. Boah, also wirklich, kaum nehme ich Resident Evil auf, es fängt instant an. Das ist der Ekel. Nein, Spaß. Da kommen wir auf jeden Fall schon mal easy rein und es gibt auch keine andere Möglichkeit, außer da lang zu gehen, oder? Den Weg gibt es noch, der führt zum Labor. Alles klar. Aber dafür brauchen wir ja dieses Ding. Gut, immerhin können wir hier speichern. Der sieht halt auch so aus, als würde der hier irgendwie in so einem Loch wohnen, ne? Das ist das Ungünstige. Da war mir die Puppe schon ein bisschen lieber. Die hat wenigstens hübsch gewohnt.
Oh nein, oh nein. Geht das nach oben? Nein, das geht nach unten. 100%. Och nö. Als hätten wir eine Wahl. Und ich mit kaum Munition, kaum Rohstoffen, denke mir nur, das war mit Sicherheit eine gute Idee. Och nö, wie tief das schon wieder geht. Es hat gerade schon geladen. Das war wieder sehr verdächtig. Aber ich habe auch irgendwann mal so ein Spiel gespielt in so einer Mine, aber ich habe keinen Plan mehr, wie das hieß. Das ist schon viel, viel, viel zu lange her. Ach, was tut man nicht alles für ein bisschen Geld? An der anderen Seite verschlossen. Liegt da hinten irgendwas Gelbes, okay. Liegt hier irgendwas rum, was ich mitnehmen kann? Ja, nicht. Würde am liebsten direkt wieder gehen. Boah, ey, das sieht hier alles so gammelig aus. Wie kann man hier freiwillig wohnen? Ich würde freiwillig von hier flüchten. Ich hänge eine Decke über einen Balken. Das macht gleich das Ganze hier viel gemütlicher. Oh nein, ich möchte nicht. Er guckt Fernsehen, wie lustig. I'll just be taking this. What are you doing with Mother's special child? She's not hers. Oh, you have something to say? What do you mean, Mother's special child? Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please, please. If you take it, then the others will laugh at me. But if I do better than them... What do I care? Wait, just a little longer. What's so funny? You're stupid. You talk too much. It's all over. I plugged the way in. What are you? This is my territory. And I won't let you leave. Shit. Damn freak. Ekelig Gehalt. 100%. Get out of here. Sieht zerbrechlich aus. Und wohin geht's dann dort lang? Lol, wir sind einfach draußen. Das sieht hier so aus, als würde es hier weitergehen. Mann, wie unfair. Man kann mir doch nicht 50 Wege auftischen und dann sagen, hier, have fun.
Sowas macht man nicht. Das ist asozial. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Tschüss. Oh, Moment, das ist gerade sehr, sehr gut. Oh, fuck. Au. Moment, 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 Moment. Au, fuck. Au, fuck. Irgendwas ist hier gerade gar nicht gut. Oh, fuck. Au, ich komme hier doch gar nicht durch. Mann, das ist so unfair. Wie viel hält der denn bitte aus? Es macht einfach gar keinen Sinn. Es ist egal, wie scheiß gepanzert der ist. Es macht überhaupt keinen Sinn, was da gerade passiert ist. Gut, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir aber die Folge. Über eine Bewertung und Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir mal gucken, dass wir das Ganze vielleicht ein bisschen anders lösen. Zumindest versuche ich es. Vielleicht treibe ich die irgendwie erstmal alle zusammen oder so. Aber ja, bis dahin.